Was geht ab, Freunde und Supporter? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen bombastisch geilen Folge Far Cry 5. Ja, Boomy und Cheesy sind natürlich auch wieder mit am Start. Nicht wahr, Cheeseburger? Komm mal her, Kleider. Ja, stimmt. Oh, schön, das ist ja am Stinken. Mensch, so. Ja, Freunde, beim letzten Mal Jacob Seed besiegt, Ansage bekommen von Joseph. Den Lappen werden wir natürlich auch noch zur Rede stellen, was die ganze Scheiße hier soll. Wir haben seinen Sniper uns gekauft, wir haben uns richtig geil ausgerüstet, Freunde. Und sind jetzt bereit für die nächste Operation, Befreiungsoperation. Und zwar werden wir jetzt in Faves Gebiet gehen. Keine Ahnung, wie lange wir uns diese Hurensöhne vom Hals halten können. Oh yes. Und da wollen wir nämlich hin. Warte mal eben. Freunde. Und natürlich wie immer vielen, vielen Dank für die fette Unterstützung. An die aktiven Supporter geht das natürlich raus. Die Videos auch bewerten. Nicht nur gucken. Gucken ist auch schon sehr nice, Freunde. Aber ich würde mich natürlich über Bewertungen beziehungsweise auch natürlich auch Kommentare. Kommentare sind auch sehr gefragt. Glaubt es nicht, dass sie uninteressant sind oder dass sie nicht gelesen werden oder sonst was. Glaubt das bitte nicht. Gerade in Diskussionen über, ey, was geht hier eigentlich ab? Warum ist das so? Etc. Was könnte noch kommen? Immer gerne mit kommentieren, Freunde. Was ist da los? Gar nicht schüchtern sein oder so. Ihr seid alle herzlich eingeladen, da mit zu kommentieren. Guck mal, wie schnell Cheeseburger ist. Sorry, Cheesy. Und Boomy, ich war schon mal vor. Denn wir haben ein bisschen was vor in dieser Folge. Wir wollen die Alte befreien. Vielleicht können wir danach noch den Puma befreien. Das sollte uns vielleicht noch... Bringt es uns schon auf den zweiten Punkt? Vielleicht nicht. Also auf den zweiten Punkt in dem Gebiet. Ihr wisst schon, was ich meine. Es wird wahrscheinlich bei 6000 sein. Nee, es wird, glaube ich, nicht reichen. Erstmal hinfahren. Erstmal hindriven. Hey, was geht? Den kurz überfahren. Alter, was war denn das für ein... Cheesy! Boomy, da seid ihr schon wieder. Alter, warum... Warum fährt das Auto? Ich hab doch gar nicht die Autofahrt angeschmissen. Warum steuert das für mich? Warum bremst es für mich ab? Guckt euch das an, es hat automatisch wieder. Ich mach gar nichts. Warum geht es automatisch auf die Straße? Vielleicht fahren die Fahrzeuge deswegen so scheiße leise. Kann das sein? Kann man das irgendwie ausstellen, aber. Ich dachte eigentlich, wenn ich L3 drücke, hat man ja ganz kurz gesehen, da war Autopilot an. Aber. Vorher war Autopilot aus und trotzdem war das so ganz komisch gesteuert. Ich weiß nicht, was da los ist. Hier Adelaide beim Yachthafen-Schätzchen. Die Peggys überrennen uns. Keine Ahnung, wie lange wir uns diese Hurensöhne vom... Okay. Solche Sachen bitte hier nicht sagen. Danke. Sowas ist verboten. Das machen hier die ganzen Videos in werbefreundlich. Ich meine, selbst ich halte mich zurück, solche Wörter nicht zu sagen. Boah, Alter, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Falsche Waffe! Richtige Waffe, ich bin schon fast tot. Dauert alles viel zu lange. Alarm. Cheesy und Boomy sind bei mir. Boomy, ich rette dich kurz. Die alle wegballern. Den Typen wegballern. Problemo, was ist denn hier los? Werden hier Drogen angebaut? Nee, alles klar. Sollen sie doch kommen, die Lappen. Kommt da noch jemand? Aber ist der gerade gespawnt vor unseren Augen? Ist der vor unseren Augen gerade gespawnt? Oh mein Gott, wie kann man den denn nicht treffen? Junge. Wie kann man den denn nicht treffen? Was macht er denn da? Ich bin gleich tot und tot. Oh, Boomy. Los, Boomy. Schön die Wunde ablenken. Genau, das ist schön. Alter. Ihr... Ne, das habt ihr nicht getan.
Hab ich gerade Cheeseburger nochmal auf den Grill gelegt, Alter? Fuck, Cheeseburger ist tot! Ihr miesen Schweine! Was ist denn hier los, Alter? Was ist denn hier gerade los? Die Steuerung spackt ab. Was ist denn hier los, Alter? Mach jetzt keine Scheiße, bitte. Guck mal. Ich bin gleich bei dir. Okay. Oh Mann, Alter. Ja, gut. Wenn man nicht zweimal mit Raketenwerfer daneben schießt, sondern nur einmal, dann wäre das alles gar kein Problem gewesen. Ein Remix des Songs, oder wie? Der andere Sound hat sich immer so ein bisschen erst orientalisch angehört. Aber das geht jetzt eher so in die Party-Richtung. Ach, guck mal, Boomi lebt doch direkt wieder. Verdammt gute Arbeit bei der Befreiung des Erdreichs. Adelie Trotman ist ein fieser Wesen, aber sie verfügt über die Mittel, einen kleinen Privatkrieg gegen Eden's Gate zu führen. Genau die Person, die wir gerade brauchen. Sieh mal, ob du ihr helfen kannst, Rookie. Die kriegen meinen Yachthafen nicht, die kriegen meinen Tollboy-Sander nicht und ich will verdammt sein, wenn die meinen Hubschrauber Tulip kriegen. Toyboy? Sander Baby, bleib bitte geschmeidig. Mama wird bald ein bisschen Dampf ablassen müssen. Dass dem Hund ja nichts passiert, okay? Wir müssen mal ab. Hey, da ist ja mein Held. Komm mal her, Schätzchen, das ist wichtig. Boah, nee. Adelaide Dropman, freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ja, ich bin Herks Mom. Und nein, ich will nicht wissen, was er angestellt hat. Dann muss ich vor Gericht nicht lügen. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Und ich will verdammt sein, wenn diese Fick-Trompeten sie mir abnehmen. Ich habe den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen, aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Ich hätte also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Also, was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Danke, dass du meinen Knastbrüdern geholfen hast. Bist du ihr Toyboy? Ich will jedenfalls nicht der neue Toyboy werden. Ich bin mehr als nur ein Toyboy, okay. Das war eine Meisterleistung. Ja, ich weiß. Dankeschön. Danke. Ja, genau. Kaufe hier Boote und Wasserfahrzeuge. Nein, danke. Nein, danke. Ich habe meinen Cash dieses letzte Mal übelst aus dem Fenster geschmissen. Ich kann das nicht schon wieder tun. Bleib da stehen. Der will tatsächlich sterben. Was ist mit dir los? Hä? Aha. Geht doch. Ja, soll ich den Truck nehmen? Warte mal. Wir machen es einfach so wieder. Und renn dorthin. Go! Naja, alles klar. Herks Mom, also okay. Gut zu wissen. Und naja, die haben schon ein, zwei coole Beleidigungen am Start, aber so kreativ. Wie euer Boy. Damit meine ich mich, sind die jetzt nicht unbedingt. Also Ubisoft, meldet euch gerne, ich kann euch ein paar kreative Beleidigungen gern verkaufen. Fuck. Jetzt gibt's wieder Verstärkung. Jetzt muss ich weg. Alter! Jo, alles klar. Boah.
gerade sagen, Alter. Ich wollte gerade sagen, gehst du mal drauf? Haben die mich jetzt einfach nur abgefackelt oder war das Quadbike am Brennen? Ich hab's nicht gerafft. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wie schnell der Verstärkung gerufen hat. Unfassbar. So, jetzt sind wir mal gleich da. Wir sind ja relativ schnell zu Fuß mit dem Booster. Eigentlich müsste Boomi doch langsam mal zurückkommen. Wie lange sind die ausgeschaltet? 5 Minuten eigentlich noch, oder? Hallo! Auf euch! Ey, wieso gehen die alle neuerdings nur noch down, ey? Ich hab's ehrlich gesagt nicht gesehen, aber da steht Töte. Boomi, das schaffst du doch, oder? Haut der ab? Ne, der kommt wieder zurück. Was macht der da? Bringt der sich selbst um? Ne, der setzt sich jetzt ab. Ey, Boomi, das hast du... Was ist denn da los, Boomer? Warum schaffst du das nicht? Pass auf. Let's go. Okay. Ah, fuck, so einer ist er. Okay, so einer ist er also. Hey, Schatz. Nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwanzter Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen. Irgendwie sah das... Also sah der Pilot wie ein Typ aus, oder nicht? Oder? Ich dachte, das wäre der schon. Aber gut, da stand Töte als Mais. Wenn sie sich im Nachhinein nicht beschweren. Wenn sie sich woanders beschweren. Ich bitte. Danke fürs Arschreppen. Komm her. Alles ist gut. Aber Boomer, wir bräuchten ein bisschen mehr Munition, oder? Was meinst du, Boomer? Aha. Hm. Sollen wir da jetzt wieder hinlaufen oder was? Muss doch. Oh, da ist doch ein Truck. Lass uns den Truck doch mal nehmen. Komm mit, Boomer. Warum steigt der eigentlich nicht ein? Warum können die eigentlich nicht einsteigen? Also gut, dass Cheeseburger nicht einsteigen kann, ist eine Sache. Was ist denn jetzt wieder los? Was ist denn das für ein Song jetzt? Alter, ey, ohne Scheiß. Das kann doch nicht sein. So, jetzt. What the fuck? Was ist das für ein Song? Alles klar, schön rein da gegen den Stein. Ja, komm, ist was, wir laufen einfach. Es ist doch einfach ätzend, Alter. Die Fortbewegung in dem Spiel, ey, kannst du knicken. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, warum bei mir stellenweise die Fahrzeuge so langsam sind. Oder du hast halt jetzt Pech, so wie ich. Ist halt einfach Pech, kann man nichts machen. Dass du jetzt kein passendes Fahrzeug findest, sondern nur den Truck. Aber ich habe keine Lust, jetzt wieder so einen Umweg zu fahren, sondern ich will eigentlich direkt dorthin driven. Mit dem Quad wäre es möglich, aber. Was ist hier los? Was ist das denn hier für los? Wer brüllt denn da so? Hi Mabel, jetzt ist es doch passiert. Gestern Nacht ist Nudel im Schlaf gestorben. Ich kann ja manchmal ganz vorstellen, dass wir das große Dinge sind, die irgendwo bei mir liegen. Tatsächlich. Würde ich nur gern bei mir behalten. Ich kann dir seine Lieblingsklettersteine schicken, damit du ihn darauf anbringen kannst. Und vielleicht kannst du eine Maus in sein Maul tun. Das war sein Lieblingssnack. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Schlange ausgeschlagen hast. Okay. Komm schon, Peaches!
Wo bist du? Ach, das ist doch... Ach, da, hier sind wir doch... Aha. Hier sind wir nämlich... Peaches ist doch der Puma. Hier kommen wir vielleicht später noch hin oder dann halt in der nächsten Folge. Peaches wollen... Ach, guck mal, wie schnell das jetzt plötzlich geht. So stelle ich mir das vor, ja. Das ist angenehme Geschwindigkeit. Ich sehe zwar gar nichts, weil die scheiß Sonne nicht blendet. Was denkt die Sonne sich eigentlich, wa? Unfassbar. So, yes! Boah. Jawohl, guck mal, das hat doch ein angenehmes Tempo. Das bergauf. Das ist geil. Die Tiere sind schon geil gemacht, ja. Der, hä? Werden den da oben umgebracht? Bist du verletzt? Was ist denn los, Uma? Guckst du komisch? Alter! Uma? Das ist schon geil gemacht, oder? Das ist schon geil gemacht mit Faith, dass sie die ganze Zeit hinter dir auftaucht im Drogenwahn. Das ist schon nice gemacht. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser als Jacobs Gebiet. Na gut, der Typ ist nicht der ist halt nicht der Typ dafür oder sowas. Das finde ich schon irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, noch ein Stück abgedrehter. Das finde ich ja, find ja geil. Weil wenn eine deiner Lieblings-Comic-Figuren Joker ist, der komplett abgedreht ist, der also einige Scheiße macht, dann findest du so krankes Zeug eigentlich immer ganz gut. Und Jacob ist schon krank gewesen. Und Joseph ist auch schon krank, was er bisher so von sich gegeben hat. Aber so von dem, was er gemacht hat, da ist Faith schon vorne mit dabei, Alter. Weißt du Bescheid. Sehr schön hier. Sehr schön. Hier kann man schon gern mal durch die Wälder stapfen, Berge besteigen und dann einfach verrecken. Das wäre schon ganz geil. Kommen wir eigentlich voran? Was ist das da links unten? Das ist ein Grafikbug wahrscheinlich. Das ist auch ein Grafikbug wahrscheinlich. Jo, ist ein Grafikbug. Aber das sieht aus wie eine Höhle. Als wenn man sich da runterlassen könnte. Kommen wir überhaupt voran wirklich? Nee, nicht so wirklich, wa? Ziemlich langsam. Obwohl ich nach vorne drücke. Machen wir es cool? Wir machen es cool, oder? Oh, Alter, nicht, dass ich wieder verrecke. Ich meine, ich bin noch nie mit verreckt, so. So bin ich noch nie verreckt. Tja.
Soll ich jetzt hier warten oder was? Ist er das? Das ist der einzige Helikopter, der gerade hier in der Nähe ist. Kann natürlich sein, dass genau der das ist, wa? Sollen wir da jetzt hinlaufen? Dass man dadurch schon Schaden nimmt. Haben wir Schaden genommen? Ich glaube schon. Okay, komm, lass mal da hingehen. Cheesy? Muss ich Cheesy jetzt extra wieder auswählen jetzt erstmal? Ja. Ach so. Ich dachte, der kommt automatisch wieder zurück, solange ich ihn nicht austausche. Machen wir schon wieder die Musik? Ist die alte schon wieder hinter mir? Da ist er. Nein! Dein Ernst? Ich finde aber schon, dass man das sehr deutlich an dem Helikopter sieht, dass es ein etwas besserer ist. Oder halt viel besser, je nachdem. Haut der ab oder ist dann der ist da oben gelandet? Okay. Nur mal ganz kurz gucken, wie wir jetzt hier hochkommen. Wieder nichts zum Klettern. Nice. Wofür habe ich den Kletterhaken? Ich weiß es einfach nicht manchmal. Ey, es herrscht auch in dem Spiel absoluter Munitionsmangel, wa? Es ist schlimm. Oh Scheiße, da oben ist Action. Da oben ist Action, Jackson. Aber... okay. So viel zum Thema KI. Liebe gibt mir Kraft. Ich weiß, ich kann alles erreichen. What the fuck? Er sieht meine Begleiter, aber es juckt den. Okay. Ach, guck mal hier. Oh. Nein. Weg von dem Bliss. Natürlich steht der Helikopter genau im Blissfeld. Upsi. Schätzchen, sobald du mit allem fertig bist, bringst du mir meine Tools, ja? Und falls du unterwegs was siehst, was dir nicht gefällt, dann lass ruhig die aufmontierten Geschütze sprechen. Was ist das? Alter. Komm her. Alter! Komm, wir hauen einfach ab. Wir bringen das zu. Alter, wie guckt euch die Drug-Felder an mal hier? Ganz alles voller Bliss, ey. Alles voller Bliss. Naja, ist die Alte wohl doch nicht so geil, dass es reicht, ohne Drogen die Leute um den Finger zu wickeln. Ist das über dem Gegner? Ist mir scheißegal, ich teste jetzt einfach.
Tschüss. Da komme ich früher. Früher oder später sowieso hin zu dem Ding. Ey, wie viele Drogenfelder hier. Krass. Krass. Ja, wie gesagt, ist die alte doch nicht so geil. Ich muss die Drogen dafür benutzen, um die Leute um den Finger zu wickeln. Durch das, Mann, da ist da auch wieder eine Höhle. Es war wieder ein Grafikbug gerade, wo ich da hinziele, aber sieht schon ganz nice aus, oder? Abgesehen von dem Grafikbug. Alter, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Die Folge ist wieder viel zu lang, aber egal, das machen wir noch zu Ende. Ist ja klar. Wäre schon fies, wenn ich jetzt sagen würde, alles klar, Leute, und beim nächsten Mal hören wir uns wieder. So, ey, irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen nicht richtig voran. Ich glaube, man darf nicht nach unten drücken, sondern nur, also nicht, dass man so mit der Schnauze nach vorne fliegt, wie ich jetzt eigentlich denken würde, dass man dann schneller fliegt, sondern einfach so. So. Einfach nach oben drücken, ich glaube, dann fliegt man schneller. Ja. Sehr schön. Schöne Sichtweite auch. Also, Ich spiele es ja nur auf der normalen PlayStation. Gut, jetzt unten bei den Bäumen lädt jetzt die ganzen Texturen und so weiter. Sieht man jetzt gerade deutlich, aber auf der normalen Place, weil da sieht man das deutlich. Okay, gerade wo ich sage, auch auf der normalen Place sieht es schon sehr nice aus. Obwohl ich gesehen habe, auf dem PC ist natürlich nochmal um einiges knackiger, wie immer halt Standard, muss ja auch so sein. Ja, schlimm, wenn nicht. Aber kann sich schon sehen lassen. Da soll ich hin, ja, okay. Ich drück Kreis wie ein Verrückter, dass er runtergeht. Es dauert 8 Jahre. Wer ballert denn da? Jetzt kann ich es ja noch nutzen. Aha. Du, Mann, pass auf! Ja, jetzt habe ich ihn wahrscheinlich selber weggehauen. Von wo denn noch? Von wo denn noch? Ich muss meinen Hund wieder beleben. Wo denn? Gerade eben so schön rot angezeigt. Wo sind sie denn jetzt? Komm. Ich muss hier raus, Mann. Ich muss die Leute befreien. Ich muss Boomer auf jeden Fall erstmal retten. Sehr schön. Das war mein Workout für heute. Schätzchen, scheuer mir eine und nenn mich Shirley. Du bist gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Und du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Also ich halte immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Ruf mich an, jederzeit. Außer bei Sonnenuntergang. Da macht Xander immer Yoga und ich sehe ihm dabei zu. Man hat nicht gelebt, wenn man diesen Arsch nicht beim umgekehrten Hund gesehen hat. Wie auch immer, danke, Schätzchen. Ich schulde dir was. Na klaro, kein Ding für den King. Hui. Nach der Mission ist immer so Mond-Style irgendwie, dass du da so verlangsamt durch die Gegend springst. Als wenn du auf dem Mond wandelst. Na gut, alles klar. Wir haben ein bisschen was geholt an Punkten für die ganze Operation. Und zwar, ich glaube, 1.500 knapp, war. Waren wir nicht dabei 3.6 ungefähr? Jetzt sind wir bei 5.100. Also wird es dann wahrscheinlich doch eher so bei 7.000 sein, oder? 7.000, 8.000, dass wir den zweiten Punkt erreichen. Adelaide Grubman, die ist wirklich eine Marke. Eine verdammt gute Schützin und hat immer ihren Heli dabei. Wirklich eine Bereicherung für die Gruppe, Deputy. Oh, yes.
Gut, okay, beim nächsten Mal, Freunde, holen wir dann den Puma. Hallo? Hallo? Und zwar Peaches. Da werden wir beim nächsten Mal das Ganze abchecken. Und den armen Puma in unseren Club holen. Warte mal, was ist denn das hier? Ah, ach so, jetzt wird das schon angezeigt. Okay, gut, nice. Gut, okay, Freunde, das war's dann an dieser Stelle. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Instagram, Twitter abchecken. Richtig, oder Boomer? Richtig. Alles klar, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.